Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Prozesskostenrechnung. Mein Name ist Ursula Binder, ich bin Professorin an der TH Köln, an der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und dort für das Fach Management und Controlling zuständig. Die Ziele der Prozesskostenrechnung sind zum einen die Erkennung von Unwirtschaftlichkeiten in den einzelnen Geschäftsprozessen des Unternehmens. Zum anderen möchte man vermeiden, dass, wie in der zum Beispiel Zuschlagskalkulation üblich, die Zurechnung von Gemeinkosten pauschal auf Kostenträger erfolgt in Form von Zuschlagssätzen, zum Beispiel bezogen auf Einzelkosten, was eine nicht verursachungsgerechte Zurechnung bedeutet, was ja für Gemeinkosten definitionsgemäß der Fall ist. Der Ablauf ist wie folgt: Zunächst werden Geschäftsprozesse in den Kostenstellen, wo ja die Gemeinkosten anfallen, erfasst und Teilprozesse identifiziert. Dann werden Kostentreiber zu diesen Teilprozessen identifiziert und die Prozesskosten auf der Grundlage dieser Kostentreiber ermittelt. Wie das konkret vor sich geht, wird auch in einem Beispiel im Folgenden näher erläutert. Der nächste Schritt ist dann, die Prozessmengen zu ermitteln, daraus die Prozesskostensätze pro einzelnem Teilprozess und gegebenenfalls kann eine Zusammenfassung von verschiedenen Teilprozessen zu Hauptprozessen erfolgen. Das kann auch kostenstellenübergreifend passieren, wenn eben ganze Hauptprozesse über mehrere Kostenstellen übergreifend auch stattfinden. Und schließlich soll das Ergebnis natürlich Eingang in die Kalkulation finden, eben nicht über den üblichen Weg als Stückkosten, sondern anders eben mit Hilfe der Prozesskostenrechnung auf der Grundlage der Geschäftsprozesse. Als Beispiel nehmen wir hier die Abteilung Arbeitsvorbereitung und wir haben hier verschiedene Teilprozesse definiert, nämlich Standardteile disponieren, Sonderteile disponieren, Standardauftrag steuern, Sonderauftrag steuern und Abteilung leiten. Die zugehörigen Kostentreiber sind zum Beispiel für die Standardteile disponieren die Anzahl der Bestellpositionen und dasselbe gilt für die Sonderteile. Die Anzahl Standardaufträge sind der Kostentreiber für den Teilprozess Standardauftrag steuern und die Anzahl Sonderaufträge für den Teilprozess Sonderauftrag steuern. Für die Abteilungsleitung gibt es keinen Kostentreiber, den man so identifizieren kann, dass man ihn in die Prozesskostenrechnung mit einbeziehen könnte. Deswegen müssen später die Kosten der Abteilungsleitung extra behandelt werden. Das kommt aber in dem Beispiel dann noch vor. Nächster Schritt sind die Ermittlungen der Prozessmengen. Wir haben also hier in dem betrachteten Zeitraum 1000 Bestellpositionen für Standardteile und Standardaufträge zu disponieren. Wir haben 1000 Bestellpositionen für den Teilprozess Sonderteile disponieren. Wir haben 1000 Standardaufträge und 500 Sonderaufträge. Um eine Einschätzung davon zu haben, wie hoch die Kosten für den jeweiligen Ablauf eines dieser Teilprozesse ist, wird das häufig über die Mitarbeiterzahl gemacht. Natürlich heißt ein Mitarbeiter für Standardteile disponieren nicht, dass es nur einen einzigen Mitarbeiter gibt, der auch nur das tut, sondern es soll hier einfach die Größenordnung ein Mitarbeiter und dessen Kosten erfasst werden. Das können also auch zwei Teilzeitmitarbeiter sein oder es kann auch sein, dass insgesamt fünf Mitarbeiter sich die Arbeit eben aufteilen und dass das hier immer anteilsmäßig zugerechnet ist. Die Teilprozesskosten sind dann entsprechend der Kosten dieser Mitarbeiter. Da muss man aufpassen, dass man sich sehr genau überlegt, welche Kosten man hier einrechnet, ob man nur die Personalkosten nimmt oder auch irgendwelche Zuschläge. In dem Moment, wo Zuschläge zugerechnet werden, bewegt man sich einen Schritt aus der Prozesskostenrechnung hinaus, indem man eben nicht mehr verursachungsgerecht, was die Prozesse angeht, Kosten tatsächlich zuordnet. Im nächsten Schritt, wir haben die Prozessmenge, wir haben die Teilprozesskosten, werden schon die Prozesskostensätze ermittelt. Hier steht jetzt Prozesskostensatz LMI-Kosten, das heißt Leistungsmengen induziert. Mit Leistungsmenge meint man die Prozessmenge, das heißt, man hat hier sowohl einen Kostentreiber als auch eine entsprechende Prozessmenge, um eben diesen Prozesskostensatz direkt auszurechnen, also quasi verursachungsgerecht bezogen auf den Teilprozess. Und in dem Fall der Standardteile disponieren, betragen die Teilprozesskosten 100.000 Euro, dividiert durch die Prozessmenge von 1000
bekommt man dann einen Prozesskostensatz von 100 Euro pro Kostentreiberposition, also pro Bestellposition in diesem Fall. Bei dem letzten Teil Prozess Sonderauftragsteuern hat man auch 100.000 Euro Teilprozesskosten, 500 Sonderaufträge als Prozessmenge, sodass man hier also auf einen Prozesskostensatz von 200 Euro pro Sonderauftrag kommt. Wir haben dann zum Schluss noch die sogenannten LMN-Kosten übrig. Das sind die leistungsmengenneutralen Kosten, typischerweise Abteilungsleitung, weil man eben hier keine konkreten Kostentreiber findet, auf die man verursachungsgerecht die Kosten umlegen könnte. Das muss dann in einem zweiten Schritt erfolgen. Und dieser Schritt erfolgt dann wie folgt. Also wir haben 100.000 Euro Kosten für die Abteilungsleitung. Wir haben insgesamt 400.000 Euro übrige Prozesskosten, die also auf die vier Teilprozesse verteilt worden sind. Das bedeutet, wir haben 25% Kosten zusätzlich zu den schon verrechneten Teilprozesskosten, LMI-Prozesskosten dazu. Wenn wir jetzt diese 25% auf die entsprechenden Prozesskostensätze der LMI-Kosten verteilen, bewegen wir uns ebenfalls einen Schritt aus der konsequenten Prozesskostenrechnung hinaus. Das heißt, das ist auch so etwas Ähnliches wie eine Gemeinkostenzuschlagsrechnung, die wir aber nicht vermeiden können, wenn wir eben LMN-Kosten in den Abteilungen haben, die wir hier mit den Geschäftsprozessen betrachten wollen. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wo die Grenze ist, also wie viel Prozent dürfen diese LMN-Kosten ausmachen, damit man noch wirklich ehrlicherweise von Prozesskostenrechnung sprechen darf. Aber da gibt es natürlich nur Daumengrößen und keine konkreten Zahlen zu. Also hier 25%, das heißt, zu den 100 Euro pro Bestellposition bei den Standardteile disponieren, kommen nochmal 25 Euro dazu, sodass wir einen Gesamtprozesskostensatz inklusive der LMN-Kosten für den ersten Teilprozess von 125 Euro pro Bestellposition haben. Im zweiten Fall 62,50 Euro, im dritten 187,50 Euro und im vierten Fall kommen zu den 200 Euro pro Sonderauftrag nochmal 50 Euro dazu, also insgesamt 250 Euro pro Sonderauftrag. Wie am Anfang schon angesprochen, kann man auch eine übergreifende, eventuell sogar kostenstellenübergreifende Zuordnung der Teilprozesse zu Hauptprozessen machen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Hauptprozesse, allerdings innerhalb der Kostenstelle Arbeitsvorbereitung, nämlich einmal den Hauptprozess Standardauftrag abwickeln und einmal den Hauptprozess Sonderauftrag abwickeln. Kostentreiber sind jeweils die Anzahl der zugehörigen Aufträge, Prozessmenge wie vorher auch schon 1000 Standardaufträge und 500 Sonderaufträge. Um die konkrete Zuordnung der Teilprozesse zu den Hauptprozessen zu erreichen, müssen sogenannte Prozesskoeffizienten ermittelt werden. Wir haben zum Beispiel bei dem Teilprozess Standardteile disponieren einen Prozesskoeffizienten von 0,7 für den Hauptprozess 1 und von 0,6 für den Hauptprozess 2. Das bedeutet inhaltlich, für jeden Standardauftrag werden 0,7 und für jeden Sonderauftrag 0,6 Standardteile disponiert. Bei den Sonderteilen haben wir 0 für den Prozesskoeffizienten für den Hauptprozess 1, da wir ja keine Sonderteile in einem Standardauftrag drin haben, allerdings hier zweimal Sonderteile disponieren für den Hauptprozess 2, also Sonderauftrag abwickeln. Die letzten beiden sind jeweils 1, die Prozesskoeffizienten für die entsprechenden Hauptprozesse. Klar, der Standardauftrag Steuern fällt natürlich einmal an im Rahmen des Hauptprozesses Standardauftrag abwickeln und der Sonderauftrag Steuern fällt auch einmal an im Rahmen des Hauptprozesses Sonderauftrag abwickeln. Zur konkreten Berechnung der Hauptprozesskostensätze müssen jetzt diese Prozesskoeffizienten mit den Teilprozesskostensätzen, die wir vorher ermittelt haben, zusammengeführt werden. Wir haben hier zum Beispiel für den Hauptprozesskostensatz 1 den Prozesskoeffizienten 0,7 für den Teilprozess Standardteile disponieren, mal dessen Prozesskostensatz von 125 Euro ergibt dann 87,50 Euro. Also heißt, für jeden Standardauftrag verursacht der Teilprozess Standardteile disponieren in der Arbeitsvorbereitung Prozesskosten in Höhe von 87,50 Euro pro Prozessdurchlauf, also pro
Durchlauf des Hauptprozesses, Standardauftrag abwickeln. Der zweite Teil, Prozess Sonderteile disponieren, ist hier mit einem Prozesskoeffizienten von 0 angegeben, weil wir keine Sonderteile im Standardauftrag haben. Dann haben wir den dritten Teilprozess Standardauftrag steuern, der einmal anfällt mit 187,50 Euro und der letzte wieder mit 0, da wir ja keinen Sonderauftrag hier haben. Insgesamt sind das 275 Euro für den Hauptprozesskostensatz 1, also Standardauftrag abwickeln. Dasselbe für den Hauptprozesskostensatz 2 mit den entsprechenden Prozesskoeffizienten und dann kommen wir hier auf 450 Euro pro einmaligen Durchlauf des Hauptprozesses Sonderauftrag abwickeln. Man sieht also hieran schon, dass der Sonderauftrag teurer ist, das Abwickeln des Sonderauftrags in der Arbeitsvorbereitung 450 Euro kostet, während der Standardauftrag nur 275 Euro verursacht. Als Ergebnis können wir also festhalten, der Prozess Standardauftrag abwickeln verursacht in der Abteilung Arbeitsvorbereitung Kosten in Höhe von 275 Euro bei einmaligem Durchlauf. Wichtig ist, in der Abteilung Arbeitsvorbereitung, wir haben keine kostenstellenübergreifenden Hauptprozesse gebildet, was aber möglich wäre. Der Prozess Sonderauftrag abwickeln verursacht 450 Euro pro Sonderauftrag. Wir haben hier im Gegensatz zur Zuschlagskalkulation eben nur die Prozesse bewertet und nicht Stückkosten ermittelt, die dann durch die Bezugsgröße Einzelkosten, so wie das in der Zuschlagskalkulation üblich ist, immer prozentual mit den Einzelkosten ansteigen würden. Das heißt, wir würden also immer annehmen, dass die Gemeinkosten proportional mit den Einzelkosten sich verändern, was ja tatsächlich nicht der Fall ist. Was zur Folge hätte, dass große Aufträge stärker belastet würden als kleine, obwohl die Abwicklung nicht zwingend proportional mehr Kosten verursacht. Die Zurechnung der Kosten nach der Prozesskostenrechnung ist deshalb verursachungsgerechter. Allerdings Nachteil, wir kriegen es eben nicht auf Stückkosten berechnet, aber das ist ja in der Zuschlagskalkulation auch nicht verursachungsgerecht der Fall. Wenn man das jetzt auf der Basis von Aufträgen betrachtet, ist dadurch eine angemessenere Preisgestaltung möglich. Man sieht zum Beispiel oben, der Sonderauftrag ist teurer in der Abwicklung als der Standardauftrag. Das heißt, man kann Kunden gegenüber auch einen höheren Preis rechtfertigen. Und zum Schluss noch, auch durch die Prozesskostenrechnung, durch die Ermittlung der Prozesskostensätze, können Unwirtschaftlichkeiten in den Prozessabläufen besser erkannt werden. Und zum Schluss noch die Darstellung, wie das dann in der Kalkulation aussieht. Wir haben hier nur die Arbeitsvorbereitung mit der Prozesskostenrechnung bearbeitet. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitsvorbereitung ein Teil des Fertigungsbereichs ist. Das heißt, es betrifft hier nur einen Teil der Fertigungsgemeinkosten. Die übrigen Kosten bleiben genauso wie immer mithilfe der Zuschlagskalkulation berechnet. Wir haben hier einen kleinen Standardauftrag und einen großen Standardauftrag. Und wir haben hier Material-Einzelkosten, vorher-nachher heißt also vor Anwendung der Prozesskostenrechnung bzw. danach. Bei dem kleinen Standardauftrag jeweils 1.000 Euro, bei dem großen jeweils 10.000. Wir ändern ja an den Einzelkosten nichts und auch an den Materialgemeinkosten nicht, die hier mit 30% zugeschlagen werden. Bei den Fertigungseinzelkosten verändert sich auch noch nichts. Wir haben 500 Euro für den kleinen Standardauftrag und 5.000 für den großen. Kommen wir jetzt zu den Fertigungsgemeinkosten. Hier wurden ursprünglich mit reiner Zuschlagskalkulation 100% für die Fertigungsgemeinkosten auf Basis der Fertigungseinzelkosten zugeschlagen, und zwar inklusive der Kosten aus der Arbeitsvorbereitung. Nach der Prozesskostenrechnung, wenn also die Arbeitsvorbereitung gesondert errechnet wird, dann sind es nur noch 50% Zuschlag für die übrigen Fertigungsgemeinkosten. Bei dem kleinen Standardauftrag bedeutet das vorher, also vor Prozesskostenrechnung, weitere 500 Euro kommen zu den Fertigungseinzelkosten dazu, zur Verrechnung der Fertigungsgemeinkosten. Bei dem großen Standardauftrag 5.000 Euro, entsprechend der Höhe der Fertigungseinzelkosten. Nach Prozesskostenrechnung haben wir nur noch 50% Zuschlag, das heißt also 250 Euro bei dem kleinen Standardauftrag, 2.500 bei dem großen.
Im Gegenzug müssen natürlich die Prozesskosten der Arbeitsvorbereitung dann ergänzt werden. Das ist natürlich vorher, also vor Prozesskostenrechnung jeweils null, aber nach Prozesskostenrechnung hatten wir ermittelt, die Abwicklung eines Standardauftrags kostet 275 Euro und dieser Betrag geht jetzt in beiden Fällen, also gleichgültig, ob es ein kleiner oder ein großer Standardauftrag ist, hier in genau derselben Höhe in die Kalkulation ein. Dann haben wir die Summe der Fertigungsgemeinkosten. Man sieht hier, dass die sich wesentlich unterscheiden im Vergleich zu der Anwendung der Zuschlagskalkulation ohne Prozesskostenrechnung, was dann in der Summe der Herstellkosten auch deutlich sichtbar wird. Wir haben bei dem kleinen Standardauftrag insgesamt Herstellkosten, die etwas höher sind als ohne die Prozesskostenrechnung, aber bei dem großen Standardauftrag deutlich niedriger. Aus dem einfachen Grund, weil die Arbeitsvorbereitungskosten eben nicht einfach im Verhältnis zu den Fertigungseinzelkosten, die ja hier deutlich größer sind als bei dem kleinen Standardauftrag, zugeschlagen werden, sondern eben nur in Höhe der 275 Euro in beiden Fällen gleich, weil man davon ausgeht, dass die Abwicklung eines Standardauftrags nicht von der Größe des Auftrags abhängt, sondern von der Frage, welche Geschäftsprozesse laufen in dieser Abwicklung ab.